Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Heute feiert in der Brunnenstraße 22 Mitte Movinga ihre neue Shop-Eröffnung. Das ist die neue Art des Umziehens. Ab jetzt hat Umziehen eine neue Adresse. Und hier ist die neue Adresse vom Movinga Shop in Berlin. Das muss natürlich gefeiert werden. Der Botschafter der Movinga Akademie, Ralf Möller, den gibt es auch später live zu erleben. Vorab erklärt mir der Geschäftsführer Finn Hensel, was es denn damit auf sich hat, mit der neuen Art des Umziehens. Das hat vielerlei auf sich, sowohl für den Kunden als auch für den Partner. Heißt neue Art des Umziehens eben nicht mehr traditionell anrufen, danach irgendwie vorbeikommen, sich lange zu überlegen, welche Firma. Mit Movinga ist es einfach, man geht online, man lässt sich zur Not zurückrufen, man sieht einfach alle Optionen, hat einen guten festen Preis und kann alles super einfach ohne weitere Komplikationen abwickeln. Seit wann gibt es denn Movinga? Seit ungefähr Mitte 2015, am Anfang nur in Deutschland, inzwischen jetzt auch in Frankreich und Schweden und wahrscheinlich demnächst auch noch in vielen anderen Ländern, aber seit 2015 sind wir am Markt. Wie einfach ist denn die Movinga Webseite so für mich? Also ich würde mal sagen, bevor es Movinga gab, hätte sie so ungefähr 4-5 Stunden, vielleicht sogar mehrere Tage gekostet, den Umzug zu buchen. Mit der Movinga Website, wenn Sie ganz schnell sind und genau wissen, was Sie möchten, wahrscheinlich 10 Minuten bis 20 Minuten. Wenn Sie sogar noch schneller sind und nur ein paar Möbel zu transportieren haben, sogar in 10 Minuten. Alles komplett abgewickelt, Sie können genau festlegen, was Sie möchten. Also wie gesagt, die neue Art des Umziehens. Und was hat jetzt dieser Shop mit auf sich hier? Wir merken halt immer wieder, dass zwar Kunden das Online-Gefühl mögen, dass die Kunden sehr gerne auf der Website sind und sehr gerne einfach digital buchen, aber oftmals hat der Kunde dann doch nochmal Fragen. Sie möchten gerne die Marke erlebbar haben. Sie fragen sich, sind auch echte Menschen hinter, weil eine Website ist ja eine Website. Umzüge kosten ja auch teilweise viel. Und dieses Vertrauen zu schaffen und wirklich dem Kunden auch ein persönliches Gesicht zu geben und eine persönliche Beratung zu geben, dafür haben wir halt einerseits Ralf, der halt als unser Gesicht öffentlich für uns steht, aber auf der anderen Seite natürlich auch unsere vielen Movinga-Mitarbeiter, wie zum Beispiel in dem Shop. Sie erwähnten gerade Ralf Möller. Er ist der Leiter der Movinga Akademie. Was ist das denn? Genau, also die Movinga Akademie ist spielerisch ausgedrückt eigentlich unsere Akademie und die Art und Weise, wie wir unsere Umzugshelfer trainieren. Das heißt, wir haben halt klare Qualitätsstandards, die die Umzugshelfer einhalten müssen, wie sie ausgebildet sind. Sie müssen Trainings mit uns machen, was sie tragen müssen, wie höflich sie sein müssen und so weiter. Und die Movinga Akademie ist so der spielerische Begriff, um halt darzustellen, dass wir halt klare Standards haben, die wir halt durch Trainings und durch Weiterbildung unseren Spediteuren mitgeben. Und da ist er, der Muskelmann aus Hollywood, Ralf Möller. Was braucht man zum Umziehen? Erstmal Muskeln, Kraft. Ja? Das musste ich den Jungs ja erstmal bei der Akademie erstmal beibringen. Ne? Dementsprechend haben wir auch das Training, ein Fitnesstraining gemacht, damit die da auch eure Sachen demnächst heile runterbringen und auch wie gut wieder ankommen. Wenn Sie jetzt zurückdenken, wie oft Sie schon umgezogen sind, wie gerne hätten Sie Movinga dabei gehabt, also davon gehört? Na ja gut, ich komme gebürtig aus Recklinghausen, lebe aber seit knapp jetzt 28 Jahren in Los Angeles. Und da wäre es natürlich gut mit Verladen, wahrscheinlich auf dem Schiff oder auf dem Boot oder wie auch immer das. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hier innerhalb von Europa, bin ich vielleicht zweimal umgezogen. Aber da hätte ich mir die Movinga-Jungs schon gewünscht. Weil es kommt ja nicht nur auf die großen Teile an, sondern die Kleinigkeiten sind ja auch wichtig. Und dass die auch erstmal heile ankommen, ist immer ganz wichtig. Und wenn sie dann auch noch dementsprechend verpackt werden und eingeräumt werden, ja, also dieses Rundum-Paket, ja, das gab es zu der Zeit noch nicht. Es gibt natürlich viele Sachen, die man sehr gern hat über die vielen Jahre und die man natürlich sicher wohin bringen möchte. Gehen wir jetzt mal von hier aus innerhalb von Deutschland oder auch ins Ausland. Movinga gibt es ja auch in Frankreich, in Schweden schon und wird auch noch in weiteren nächsten Monaten oder auch Jahren noch weitere Zweigstellen haben, auch sowas wie diese hier, wo man hierher kommen kann, wo die Leute sich auch wirklich beraten lassen können. Und da ist dann schon mal zu dem Kunden, sprich der umziehen möchte,
und dann noch ein besseres, cooleres, kann man sich doch detailliert mehr informieren. Sehr coole Sache und ja, weiter so und dann, ich hoffe, Sie ziehen nicht so schnell. Dann rufen Sie demnächst an und sagst Bescheid, dann komme ich persönlich und helf der Raquel dann beim Umziehen. Oh okay, Gott, das machen wir dann. Schatzi, ich ziehe aus. Ganz tolles Angebot, Ralf. Das und viel mehr hat Movinga zu bieten und trifft den Nerv der Zeit. Einfacher und bequemer gestalten als je zuvor. Merkt euch die Adresse für euren nächsten Umzug. Movinga, lass umziehen. Nun gibt es wieder eine neue Folge von My Berlin und ich treffe die Profiboxerin Ikram Kerbat. Sie zeigt mir ihr wunderschönes Leben als Profiboxerin in Berlin. Jetzt gibt es ein paar Ausschnitte. Berlin, Berlin, du bist mein Publikum. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht. Ikram Kerbat, born 1984 in Tunis, started boxing with the age of 13 years. With impressive professional bouts in Germany and the USA, the lightweight Kerbat started her Gold World Cup, which she reached in February 2018. In Berlin, where she lives since a few years, I will first meet her in the house of her manager. Let's meet her. Hello, Ikram. How are you? Good, how are you? Good to see you. Nice to meet you. Thank you. You said he's the manager, but then you also have a coach. One in America? Exactly. Who is that? Oh, he's my idol, actually, and a legendary boxer, and hopefully soon Hall of Fame, too. We will see, because he retired now. What's his name? So, his name is Roy Jones Jr. Ah, great. Yeah. And I looked around before we sat down. I see boxing gloves over there and the belts. What is this all about? Yeah, so this is actually the little belt. It's not a really a fight belt or something. It's just like kind of trophy from WBC. So if you have a special, if you are a champion from the WBC and you have like, you know, like a kind of good level, they gave you this kind of like, you know, to honor you. Oh, you know, wow. Kind of trophy. So I have one, I get one, my manager, he get one too. And yeah, it's nice to be a part of the WBC family. Okay. It's a big, big belt actually. Wow, and you are a world champion. Not in the WBC, not yet. Okay. Not yet. So that's why I say yet, because I am a world champ at the WBU, because there's a lot of others, like WBA, WBO, IBF, IBO, there's a lot of them. But these four, like WBC, WBO, WBA, IBF, these are the biggest, actually. I just have one more question for you. Now we're back in English. Okay. There are your gloves. They're my gloves, exactly right. These are not my fighting gloves or my fight gloves. These are my training gloves, kind of. Oh. It's like for sparring, and it's for when I work on the heavy bag or something. These are 10 ounces, I guess, yeah. It's 10, so they are custom made from Rival. So you can see my logo right here. It's the same like this one. Oh, wow. They put it on in here, they put it in the inside. My name is just right there, so nobody can steal my gloves. Of course not. Hey, Ikram, you're here already. Hey. What up? Where's your jumping rope? Well, it's coming. Oh, on the way, on the way. Are you warming up? Yes, I do. I'm warming up now. And then we have like conditioning training, functional training, and with station, as you see, it's already there. And then boxing. Now I have to warm up too, right? As well? Go. I will do that. Okay. Give me a rope. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Bye.
And now we're gonna eat. Now we're gonna. I'm so hungry. Okay. I have no clue. Let me sit down. No idea. Oh yeah. I need to eat now. Did you learn another job too? I'm a physical therapist. Oh, that too. That can help. Sure. So I beat my opponent, and at the same time, you heal yourself. I heal them. All right. So that's maybe if you don't box anymore, that would be maybe a second. And here's the next thing. When you tell me what I have to say to the young girls, yeah, it's again not only girls, to everybody. Yeah. Make sure you make your school, you educate yourself. Exactly. Because nothing is forever, and everything have a limit. Mm-hmm. So you always have to have a plan B. You know. That's what you have. Exactly right. So no matter what happened, or maybe you change your mind. Maybe I change my mind tomorrow. I don't even know what's going to happen in the next 10 seconds. Mm-hmm. So maybe I change my mind and I'm like, you know what? I don't want to box anymore, so I can do anything else. Yeah. You know, don't doubt yourself, no matter what it is, job or hobby or whatever. Don't doubt yourself. Go all the way or don't even start it. Das ist Berlin. Wie es weint und wie es lacht. My Berlin, jeden Dienstag um 20.15 Uhr hier auf TV Berlin. Nun gibt es erstmal eine klitzekleine Pause und dann geht es spannend weiter mit Lifestyle.